herzlich willkommen im Häkelzimmer. In meinem Einspielervideo, das immer vor den Videos läuft, liegt dieser Schal hier auf meinem Sessel im Häkelzimmer. Und letztens haben zwei von euch gefragt in die Kommentare unter einem meiner Videos, ob ich mal zeigen kann, wie ich den gehäkelt habe. Ich habe mir den mal rausgesucht. Wir können uns hier einmal die schönen Farben anschauen. Das war so ein Garn von Rico Design aus der Reihe Creative Wool Degradé Super 6. Damit häkel ich ja häufig. Und das war hier so ein ganz buntes Regenbogenknäuel mit Lila und Blau. Ich ziehe das hier einmal so durch, dass ihr euch den Farbverlauf einmal anschauen könnt. Das ist ganz tolle Wolle und hat auch richtig Spaß gemacht, dieses Muster zu häkeln. Dieses Wellenmuster sieht man hier, also es geht so in Stäbchen, die teilweise zusammen abgemascht werden, durch diesen ganzen Schal so durch. Am Ende wird es ganz knallig rot, orange, gelb. Und ich hatte damals beim Häkeln schon so gedacht, das habe ich öfter bei den Rico Design Knäueln, dass das auch ganz schön wäre, das in einer 4,5er Nadel zu häkeln. Das ist in einer 4er jetzt hier gehäkelt. Und ich glaube, wenn das noch so ein bisschen luftiger wäre, das wäre auch ganz schön. Also so ein bisschen lockerer fallen würde, besser gesagt. Deswegen habe ich überlegt, das hatte ich letztes Jahr schon gedacht, als ich den Schal gehäkelt habe, dass ich das nochmal machen kann mit einer etwas größeren Nadel. Ich habe hier nämlich noch eine 4,5er. Damit mache ich das jetzt heute nochmal. Allerdings habe ich jetzt diese Wolle in diesen Regenbogenfarben aktuell nicht bei Idee gesehen, wo ich immer die Rico Design Wolle kaufe. Die gibt es natürlich auch woanders. Man kann die ja auch bei Amazon kaufen und mir hat auch mal jemand geschrieben, dass es die auch bei Thalia gibt, zumindest im Online-Shop. Da müsstet ihr euch vielleicht nochmal umschauen. Ich werde euch mal den Link einfach zu dem Shop, wo ich das immer kaufe, diese Wollknäule unter das Video in die Beschreibung stellen. Vielleicht gibt es diese Farbe auch demnächst wieder, das weiß ich jetzt nicht genau. Müsst ihr vielleicht einfach mal gucken. Ich habe hier auf jeden Fall noch so ein Knäuel in ganz schlichten Farben. Das sind so Grau-Jeans-Töne. Fand ich als Kontrast auch ganz gut. Das nehme ich jetzt mal für dieses Video. Das ist von den Maßen her genauso ein Knäuel wie dieses Regenbogenknäuel. Das hat also auch 200 Gramm und 800 Meter Lauflänge. Ist aber nicht aus der Reihe Super 6, sondern das heißt einfach Creative Wool Degradé in ruhigeren Farbverläufen. Gibt es das auch noch in Beige und in Rosa. Also sind auch schöne Farben. Genau, und das hat 70% Polyacryl und 30% Wollanteil. Also schön warm auch jetzt für Herbst und Winter. Und damit machen wir jetzt diesen Schal nochmal mit einer, wie gesagt, etwas größeren Nadel mit Stärke 4,5. Ich hole mir mal gerade den Anfangsfaden hier raus, aus der Mitte. So, hier ist der Anfangsfaden. Ich schlage jetzt erstmal Luftmaschen an, mache also vorher einen Anfangsknoten, gehe so von hinten in diese Schlaufe rein und hole mir den Faden durch. Und dann mache ich Luftmaschen. Und die Luftmaschenkette, die ihr jetzt anschlagt, muss in der Höhe, also in der Länge, die wir jetzt anschlagen, in die Höhe, durch 10 teilbar sein. Ich mache jetzt 50 Luftmaschen. 1, 2, 3. 4, 5. Fünfzig Luftmaschen habe ich jetzt angeschlagen. Jetzt nehme ich noch drei dazu. Und dann fange ich an, die erste Reihe zu häkeln. Und zwar steche ich jetzt in die dritte Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein, die auf der die Schlaufe hier sitzt, die wird nicht mitgezählt. Dann habe ich hier die erste, da die zweite und da die dritte Luftmasche. Und da steche ich jetzt ein und häkel da ein Stäbchen rein. Ich nehme einen Umschlag, steche also in diese dritte Luftmasche ein, hole den Faden durch, habe drei Schlaufen auf meiner Nadel und ziehe den Faden durch zwei und nochmal durch zwei. Genau das gleiche mache ich jetzt nochmal, also ein Stäbchen häkeln in die nächsten drei Luftmaschen auf meiner Kette hier. Nehme also immer einen Umschlag, gehe in die nächste Luftmasche rein und ziehe den Faden dann durch zwei Schlaufen auf der Nadel und nochmal durch zwei. Das mache ich jetzt noch ein weiteres Mal, in die nächste Luftmasche mit Umschlag einstechen, den Faden durch zwei Schlaufen auf der Nadel ziehen und nochmal durch zwei und nochmal Umschlag in die nächste Luftmasche rein, Faden holen, durch zwei Schlaufen und nochmal durch zwei.
Und dann mache ich jetzt die nächsten drei Luftmaschen auf der Kette. Da häkle ich jetzt auch Stäbchen rein, aber die werden zusammen abgemascht. Und das geht so, ich nehme einen Umschlag, steche in die nächste Luftmasche ein, hole mir den Faden, ziehe ihn dann auch wieder, wie immer, durch die ersten beiden Schlaufen auf der Nadel. Aber jetzt masche ich diese letzten beiden Schlaufen nicht direkt ab, sondern ich nehme wieder einen Umschlag und steche in die nächste Luftmasche rein, hole mir den Faden wieder durch, so, und ziehe ihn dann wieder nur durch zwei Schlaufen auf der Nadel. Dann habe ich hier insgesamt drei Schlaufen und die masche ich jetzt immer noch nicht ab, sondern ich nehme nochmal einen Umschlag und steche jetzt hier in die nächste, also die dritte Luftmasche rein, ziehe dann den Faden wieder durch zwei und habe dann vier Schlaufen auf meiner Nadel. Und diese vier Schlaufen, die masche ich jetzt zusammen ab, indem ich den Faden hole und durch alle vier gleichzeitig durchziehe. Dann zieht sich das hier so zusammen und ich habe dann diese drei Stäbchen zusammen abgemascht. Und dadurch entsteht dann nachher, wenn wir ein paar Reihen gehäkelt haben, dieses wellenartige Muster, das diesen Schal so ausmacht. Jetzt weiter häkeln wir erstmal wieder drei Stäbchen, drei einzelne Stäbchen in die nächsten drei Maschen rein. Also immer Umschlag, in die nächste Luftmasche einstechen, Faden holen, durch zwei und nochmal durch zwei, wieder Umschlag, in die nächste Masche rein, Faden holen, durch zwei und durch zwei und ein drittes Mal in die nächste Luftmasche rein, durch zwei und durch zwei. Als nächstes häkeln wir jetzt drei Stäbchen in diese nächste Luftmasche rein. Also in die nächste Luftmasche, die jetzt kommt, wird dreimal eingestochen. Ich nehme also einen Umschlag, gehe in diese nächste Masche rein und häkel da auch erstmal ein Stäbchen rein, durch zwei ziehen und nochmal durch zwei. Und dann steche ich in diese gleiche Luftmasche noch einmal ein und häkel da ein weiteres Stäbchen rein, Faden durch zwei ziehen und durch zwei. Und ein drittes, also ein drittes Mal in diese gleiche Luftmasche rein. Man sieht das jetzt schon, wie sich das hier so zu Wellen beginnt. Also dieses Wellenmuster entsteht sozusagen sofort. Dadurch, dass wir eben manchmal normale Stäbchen häkeln, dann drei zusammen abmaschen und hier jetzt drei in die gleiche Masche gehäkelt haben, daraus ergibt sich diese Welle. In die nächsten drei Luftmaschen häkeln wir jetzt wieder ein einzelnes Stäbchen. Also Umschlag nehmen, in die nächste Luftmasche einstechen, durch zwei und durch zwei ziehen, dann in die nächste Luftmasche auch ein einzelnes Stäbchen und in die danach auch ein einzelnes. Und die nächsten drei Stäbchen werden jetzt wieder zusammen abgemascht. Also wieder Umschlag nehmen, in die nächste Luftmasche einstechen, den Faden holen, erst durch zwei Schlaufen ziehen, dann wieder einen Umschlag nehmen, in die nächste Luftmasche rein, wieder nur durch zwei ziehen und dann nochmal Umschlag nehmen, in die dritte Luftmasche einstechen, den Faden wieder durch zwei ziehen und dann durch alle vier Schlaufen, die auf der Nadel sind. Faden holen, durch alle vier durchziehen. Und dieses Prinzip wird jetzt bis zum Ende der Luftmaschenkette immer wiederholt. Also wir häkeln jetzt in die nächsten drei Maschen wieder einzelne Stäbchen rein. Dann folgt wieder eine Masche, in die drei Stäbchen hineingehäkelt werden. Dann kommen wieder drei Stäbchen alleine. Also immer in eine Masche ein Stäbchen und die darauf folgenden drei Stäbchen werden dann wieder zusammen abgemascht. Dieses Muster wiederholt sich jetzt also bis zum Ende, heißt also in die nächste Masche mache ich ein Stäbchen, in die darauf auch eins und in die danach auch. Dann habe ich wieder drei einzelne Stäbchen in jeweils eine Masche gehäkelt. Und in die Masche danach werden dann wieder drei Stäbchen in diese einzelne Luftmasche reingehäkelt. Also da steche ich jetzt wieder dreimal ein und häkel drei Stäbchen in diese Luftmasche. Und noch ein drittes Mal.
Dann folgen wieder drei einzelne Stäbchen in die nächsten drei Maschen. Eins, zwei und drei. Und die nächsten drei werden dann wieder zusammen abgemascht. In der ersten Reihe hier muss man da so ein bisschen aufpassen und auch ein bisschen mitzählen und gucken, wo bin ich hier. Aber wenn man es so ein paar Reihen gemacht hat, dann ist auch dieses Muster eins, was eigentlich so ziemlich gut so von der Hand geht und was man sich dann auch leicht merken kann. Man sieht dann auch, wie die Einstichstellen sind und was in den nächsten Einstichstellen zu machen ist. Am Anfang muss man sich da so ein bisschen konzentrieren, dass man weiß, also dass das Muster auch tatsächlich aufgeht. Ich mache jetzt hier wieder in die nächsten drei Luftmaschen jeweils ein Stäbchen. Eins, zwei und drei. Und in die Luftmasche danach häkel ich wieder drei Stäbchen rein. Ich glaube, wir machen die Reihe einfach zusammen zu Ende. Dann kommt man da auch nicht durcheinander. Also hier auch wieder drei Stäbchen in die eine Luftmasche rein. Und drei. Dann wieder drei einzelne Stäbchen in die nächsten drei Maschen. Eine Masche, die Masche danach und die danach. Und die nächsten drei werden dann wieder zusammen abgemascht. Hier habe ich jetzt wieder drei auf der Nadel, nehme nochmal einen Umschlag und gehe in die nächste. Ziehe auch wieder den Faden nur durch zwei und dann habe ich vier Schlaufen und ziehe den Faden durch alle vier. Dann kommen wieder drei einzelne Stäbchen. Eins, zwei und drei. Und in die nächste Masche werden wieder drei Stäbchen in diese einzelne reingehäkelt. Eins, zwei. Und drei. Und dann kommen wieder drei Stäbchen nacheinander. Zwei. Und drei. Und die nächsten drei werden wieder zusammen abgemascht. Also in die nächste Luftmasche einstechen, Faden durch zwei ziehen, wieder Umschlag nehmen, in die nächste einstechen, wieder durch zwei und noch einmal in die darauffolgende Masche durch zwei und dann den Faden durch alle vier ziehen. Jetzt bin ich hier kurz vor Ende der Luftmaschenkette. Ich habe jetzt noch vier Luftmaschen übrig. Ich häkel jetzt also in die nächsten drei Luftmaschen wieder ein einzelnes Stäbchen. Einmal, dann in die nächste noch eins und in die darauf folgende auch noch eins. Und dann bleibt noch eine Luftmasche am Ende übrig und in diese letzte Luftmasche häkle ich zwei Stäbchen rein. Dann wird der Rand so ein bisschen stabil. Also ein Stäbchen in die letzte und ein zweites in die gleiche Masche reinhäkeln. Und dann haben wir die erste Reihe von diesem Wellenmusterschal schon beendet. So sieht das aus. Man sieht das Wellenmuster jetzt auch schon schön. Und so geht es jetzt eigentlich den ganzen Schal über weiter. Wir machen das jetzt so, dass wir immer am Ende einer Reihe drei Luftmaschen nehmen. Eins, zwei und drei. Dann drehen wir das Ganze um und häkeln dann in die allererste Masche
hier diese hier, ein Stäbchen rein. Das ist immer so der Anfang. Also das entspricht dann, wenn ich hier in die erste Masche ein Stäbchen häkle, dann entspricht das zusammen mit der Luftmaschenkette den zwei Stäbchen, die ich ganz am Ende in die letzte Masche gehäkelt habe. Und dann gibt es da am Rand so einen geraden Rand nach oben. Da kommt also ein Stäbchen am Anfang rein. Und jetzt häkle ich wieder drei Stäbchen in die nächsten drei Maschen. Also jeweils eins pro Masche. Eins, zwei und drei. Die nächsten drei Stäbchen werden wieder zusammen abgemascht. Also hier steche ich wieder ein, hole den Faden durch zwei Schlaufen, hole mir wieder einen Umschlag, steche in die nächste ein, ziehe wieder durch zwei und nochmal einen Umschlag und in die übernächste rein. Wieder durch zwei Schlaufen ziehen und dann durch vier Schlaufen auf der Nadel. Und dann geht das Muster wieder weiter. Also ich häkle wieder drei Luftmaschen, drei Stäbchen natürlich, in die nächsten drei Maschen jeweils ein Stäbchen rein. Zwei und drei. Und in die darauf folgende Masche, in diese hier, kommen jetzt drei Stäbchen. Eins, zwei und drei, gefolgt von wieder drei einzelnen Stäbchen, eins, zwei und drei. Und dann werden die nächsten drei wieder zusammen abgemascht, so wie wir es in der Vorreihe auch gemacht haben. Durch zwei ziehen, wieder einen Umschlag holen, in die nächste Masche einstechen und wieder nur durch zwei. Und nochmal einen Umschlag und in die folgende Masche einstechen, erst durch zwei und dann den Faden durch alle vier. Und so setzen wir jetzt dieses Wellenmuster die ganze Zeit über fort. Ich häkel das hier jetzt weiter genau in dem Muster. Ich mache jetzt also hier wieder drei einzelne Stäbchen. Dann häkel ich drei Stäbchen in die nächste Masche, wieder drei einzelne und dann die nächsten drei wieder zusammen. Und so geht dann das Wellenmuster immer weiter. Am Ende dann noch vier Stäbchen übrig haben. Dann machen wir es wieder so, wie wir es in der Vorreihe auch gemacht haben. Also wir häkeln dann noch einmal drei einzelne Stäbchen in die nächsten drei Maschen und in die allerletzte Masche auf der Reihe dann wieder zwei Stäbchen zum Ende der Reihe. Und so wird das die ganze Zeit jetzt fortgesetzt und wird dann natürlich immer größer. Und wir gucken dann mal, wie lang der Schal mit diesem Wollknäuel hier wird und wie das dann auch nachher aussieht, wenn das mit einer etwas größeren Nadel gemacht ist. Ich zeige euch auf jeden Fall nachher nochmal einen Zwischenstand, wenn ich so ein bisschen was vom Farbverlauf auch zeigen kann. Der ist ja jetzt hier nicht ganz so schnell, weil da eben nicht so viele Farben drin sind. Dauert also eine Weile, aber das zeige ich euch dann natürlich gleich. So, ich wollte euch einmal einen kleinen Zwischenstand zeigen von dem Wellenmusterschal, soweit wie ich ihn bis jetzt gehäkelt habe. Ich habe von der Wolle noch so ungefähr die Hälfte übrig, ein bisschen weniger, glaube ich, habe es jetzt nicht gewogen, aber da ist noch gut was von da. Und so sieht der Zwischenstand jetzt aus, auch so vom Farbverlauf her. Wir sind ja hier unten angefangen mit diesem dunkelblau-Jeans-Ton und da kommt dann immer so ein etwas hellerer Faden dazu. Also der Farbverlauf ist sanft und unauffällig und nicht so stark erkennbar wie bei dem Regenbogenschal. Hier ist jetzt gerade so ein mitteldunkler Ton, der ist gerade alleine. Und danach kommt hier wieder ein hellerer Faden dazu. Dann wird es also nach oben hin immer ein kleines bisschen heller. Was mir jetzt schon so aufgefallen ist, mit der 4,5er Nadeln zu häkeln, ist jetzt so vom Maschenbild her gar nicht so viel anders. Manchmal macht das wirklich viel aus, je nachdem, was es für ein Muster ist, wenn man eine etwas größere Nadel nimmt. Aber wenn ich hier jetzt nochmal den Regenbogenschal daneben lege, dann sieht man schon, das sieht eigentlich nicht so viel anders aus. So ein bisschen lockerer ist das hier. Also die Abstände zwischen den einzelnen Maschen sind so ein bisschen größer, aber nicht viel. Also es fällt jetzt nicht besonders auf. Der Schal wird natürlich insgesamt breiter, wenn man eine größere Nadel nimmt
Und das führt dann natürlich dazu, dass er nicht ganz so lang wird. Also das muss man einfach schauen, wie man das gerne möchte. Man kann eben, wie gesagt, das sieht man jetzt ja auch hier, dieser Schal ist in der Breite nicht so breit mit der kleineren Nadel. Und dadurch hat er dann mehr Länge. Das müsst ihr einfach probieren, wie ihr möchtet. Wie gesagt, einfach die Luftmaschenkette am Anfang so anschlagen, dass sie durch 10 teilbar ist. Und dann schaut ihr einfach, welche Breite ihr schön findet. Dieser hier wird jetzt auf jeden Fall relativ breit. Genau, ich häkel das jetzt zu Ende mit diesem Knäuel und dann schauen wir uns das Gesamtergebnis natürlich noch an und ich sage euch auch noch die Maße von dem Schal. Ich bin fast fertig mit diesem Schal. Ich häkel jetzt noch die allerletzten Stäbchen in die letzte Reihe. Hier in die allerletzte Masche noch einmal zwei Stäbchen rein und dann ist das Projekt beendet. Das letzte Stäbchen und dann ist die Wolle aufgebraucht. Ich habe jetzt nur noch so viel übrig, davon kriege ich keine ganze Reihe mehr hin. Deswegen ziehe ich mir hier diese Schlaufe jetzt ein bisschen größer und schneide mir dann den Faden hier am Ende ein bisschen ab. Den Rest kann ich dann entsorgen von diesem Knäuel. Und dann ziehe ich mir den Faden hier einmal durch die Schlaufe so durch, ziehe das ein bisschen fest, sodass das nicht mehr aufgehen kann. Und dann vernähe ich noch den Endfaden hier und auch den Faden ganz vom Anfang. Diese beiden vernähe ich gleich noch und dann ist der Schal fertig. Ich habe jetzt hier insgesamt eine Länge erreicht von 1,90 Meter. Mit diesem Schal und eine Breite von 35 cm. Also das ist ziemlich breit jetzt mit dieser 4,5er Nadel. Wir schauen uns jetzt noch einmal den Farbverlauf hier an. Ich bin ja jetzt hier am Ende in diesem hellen Grau, hellen Jeanston angekommen. Und wenn ich das hier mal so langsam durchs Bild so ziehe, dann seht ihr, wie dieser Jeans-Farbton immer dunkler wird, beziehungsweise ich bin ja mit dem Dunklen angefangen, er wird also eigentlich immer heller, wenn man andersrum schaut. Aber der Übergang ist halt sehr sanft und ich finde, das sieht richtig schön aus. Und wenn man sich dann mal so den Anfang und das Ende aufeinander legt, dann sieht man eigentlich den krassen Farbunterschied zwischen den beiden Tönen, der einem so im Verlauf des Schals so ganz langsam halt nur kommt und dann gar nicht so doll auffällt. Wirklich schön. Also wie gesagt, 1,90 Meter und 35 cm. Der andere Schal hier, den ich in Bunt gehäkelt habe, den hatte ich ja mit der Vierernadel gehäkelt. Der ist insgesamt 2,50 Meter lang und von der Breite her 25 cm. Also da muss man einfach schauen, was man lieber mag, was einem besser gefällt. Ich finde eigentlich beide schön. Und so hat man mal so eine kleine Variation und kann das abwechselnd tragen. Ein tolles Muster, macht super Spaß, das zu häkeln. Ich hoffe sehr, dass euch das auch gefällt und ihr daran Freude habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!